Hallo liebe Fans von langwierigen, aber völlig sinnlosen Religionskriegen. Ich nehme euch wieder mit hinter die Kulissen von Sketch History. Thema heute, der 30-jährige Krieg. Von Stein, Gehlen, morgen zählt's. Morgen zerschlagen wir die verdammte französisch-deutsche Allianz. Dazu werden wir... Moment, ich dachte, wir sind die Deutschen. Was, welch Unsinn, wir und Deutsch. Erklärt's ihm, von Stein. Wir sind natürlich die Italiener. Genau, wir sind natürlich die... Moment, wir sind was? Naja, Heiliges Römisches Reich. Und die Römer sind doch Italiener. Ja, aber Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Also sind wir doch Deutsche, oder nicht? Meine Herren, wir gehören doch nicht zum Heiligen Römischen Reich. Wir sind kaiserlich-bayerische Protestanten. Ah, und der Kaiser ist? Na, der Kaiser ist natürlich, ist doch vollkommen wurscht, was der Kaiser ist. Wir kämpfen morgen gegen Frankreich, Hessen und Weimar. So. Auch gegen Weimar? Sicher? Sind das nicht unsere Verbündeten? Ja. Nein. Meiner Meinung nach sind die Schweden unsere Verbündeten. Was, die Schweden? Ja. Nein. Nein, da stimme ich zu. Wir hassen die Schweden, wirklich. Die haben wir doch gerade da vorne aufgeknüpft. Beziehungsweise ist mir das Thema an sich für den Clip jetzt etwas zu komplex. Das bitte doch selbst mal in der Wikipedia nachschlagen. Stattdessen will ich lieber reden über das Drehen mit Tieren. In diesem Sketch sind ja einige Tiere am Start und das Drehen mit Tieren ist nicht immer so ganz unkompliziert. Jetzt gibt es da diese Gänsefamilie zum Beispiel, die da immer so nett durchs Bild läuft. Damit das dann vom Schnitt hinterher alles zusammenpasst, muss auch so eine Gänsefamilie immer zur selben Zeit an derselben Stelle durchs Bild laufen, sonst springt das. Nach jedem Take mussten dann diese kompletten Gänse wieder eingefangen, zurück zur Startposition gebracht und dann an der gleichen Stelle wieder durchs Bild geschickt werden. Diese Gänse sind also immer hin und her gelaufen, hin und her, wirklich höchst professionell und dabei ganz natürlich geblieben. Also nochmal von vorn. Warum kämpfen wir jetzt morgen gegen Frankfurt? Frankreich. Frankreich? Warum? Ich kann euch sagen, warum. Weil Frank... Also gut, ich weiß es nicht. Ich war eben noch ein Kind, als dieser blöde Krieg begonnen hat. Ja, und ich noch nicht mal geboren. Aber ich glaube, es war, weil in Prag irgendjemand aus dem Fenster gefallen ist. Und seitdem gab es den Böhmisch-Pfälzischen Krieg, den Niederländischen Unabhängigkeitskrieg, den Schwedisch-Französischen Krieg. Seid ihr das nicht auch leid? Sollen wir es nicht einfach mal mit diesem westfälischen Frieden probieren, von dem jetzt alle reden? Hm? Nein, wir können jetzt keinen Frieden schließen. Und wieso nicht? Weil dieser Krieg dann als 28-jähriger Krieg in die Geschichte eingehen würde. Wie klingt das denn? Ja, ihr habt recht, das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Nee, das geht gar nicht. Also gut. Wollen wir gemeinsam noch 2 Jahre kämpfen, bis wir die 30 erreicht haben? Noch zwei Jahre. Dann kommt und wir ziehen in die Schlacht gegen die verhassten Bayern. Jawohl. Moment, wir sind doch die Bayern. Ich dachte, wir sind die Deutschen. Das ist doch jetzt vollkommen egal. Krieg ist Krieg. Da kräht am Schluss kein Hahn mehr nach. Folge der Maus. Du fühlst dich ganz leicht, folgst immer der Maus und klickst jetzt hier auf Abonnieren. Dann aktivierst du die kleine Glocke. Und wenn ich gleich schnippe, wirst du dir ganz viele Videos ansehen, die du auch alle mit Gefällt mir markierst. Hm? Ich hab nichts gesagt, nee? Was denn?